Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrter Herr Minister, sehr geehrte Damen und Herren. Lieber Herr Kollege Mayer, wenn es mir nicht gesagt hätte, dass man gar nicht aufspenden. Nein, ich muss sagen, bei diesem Bericht ist wirklich auffällig, wie übersichtlich er ist und wie detailliert die österreichischen Positionen dargestellt sind, würde ich jedem anderen Ministerium als Vorbild empfehlen. Punkt. Ja? Daher die Zustimmung und natürlich die Kenntnisnahme und auch ein Dank an den Herrn Minister und seine Mitarbeiterinnen, die das aufbereitet haben. Es ist wirklich vorbildlich und ich glaube, es ist auch interessant für jeder Mann und jeder Frau, sowas zu lesen. Ja, es ist einfach ein Überblick über das, was derzeit in der EU in dem Bereich passiert und wie Österreich dazu steht, optimal. Zwei Punkte möchte ich nur, nachdem es nichts zum Kritisieren gibt, nur ansprechen. Das Thema die psychoaktiven Substanzen, die wir erst vor kurzem auch hier als Gesetz beschlossen haben, möchte nur noch einmal darauf hinweisen, es ist bei den neuen psychoaktiven Substanzen einfach so, dass jede Woche irgendjemandem was Neues einfällt und insofern ist die Aufklärung und Information der Leute und vor allem der Kinder, also Jugendlichen, nicht unbedingt der Kinder, aber der Jugendlichen darüber, was diese Substanzen wirklich verursachen können. Es geht da weniger um die Sucht, also als um das, was sie insgesamt verursachen können. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Thema. Und ich denke, da haben Sie auch die richtige österreichische Position und Haltung dazu. Und ein zweites Thema, das ich noch kurz ansprechen wollte, ist das Verwenden von Techniken des Klonens zur Lebensmittelerzeugung. Wenn ich das gelesen habe, war mir doch ganz was Neues. Die österreichische Haltung ist nicht uninteressant. Einerseits ist die Rede vom Verbot der Anwendung der Klontechnik mit Ausnahmebestimmungen für Forschung und Entwicklung sowie medizinische Zwecke, wobei das mit der Forschung und Entwicklung, warum wir das unbedingt jetzt in Österreich ausnehmen müssen, verstehe ich nicht. Das Verbot des Inverkehrbringens von Lebensmitteln geklonter Tiere, das ist an und für sich das, was das Europäische Parlament wünscht. Zusätzlich kommt dann noch der Aufbau von Rückverfolgbarkeitssystemen, was jetzt nicht ganz logisch ist, wenn ich es verbiete, brauche ich eigentlich das Rückverfolgbarkeitssystem nicht unbedingt, aber ist vielleicht mehr oder weniger im Hintergrund notwendig. Und die verpflichtende Kennzeichnung für Lebensmittel von Nachkommen geklonter Tiere, eben hier wieder, was wollen wir jetzt eigentlich? Wollen wir wirklich das Verbot, das auch das Europäische Parlament sich vorstellt und das ich auch begrüßen würde, oder wollen wir nur die Rückverfolgbarkeit, sprich Kennzeichnung und Rückverfolgbarkeit, damit jeder weiß, was er da zu sich nimmt. Was man, wenn ich mir noch was wünschen dürfte, würde ich mir gerade bei so einem Thema auch wünschen, dass man ein bisschen näher noch schreibt, was da momentan europaweit unterwegs ist. Wenn man googelt, findet man es auch, dass es offensichtlich für 2013 eine intensivere Debatte darüber geben soll, dass eben Kommission und Rat da eine doch etwas andere Linie vorsehen, als das die österreichischen Haltung oder sogar dem Europäischen Parlament entgegenkommen würde. Wie gesagt, ich würde mir wünschen, dass Sie hier auch auf Information setzen, weil ich glaube, da steht die Zivilbevölkerung zu 100% hinter Ihnen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand Interesse daran hat an Importen von geklontem Fleisch oder Lebensmitteln. Insofern denke ich, da haben Sie 99%ige Unterstützung der österreichischen Bevölkerung. Und wenn Sie da noch mehr informieren, dann denke ich mir auch, dass die österreichische Zivilbevölkerung da bereit ist, auch die österreichische Haltung zu unterstützen.